So, welcome back, Cousin Dudes. Wir sind mittlerweile in Part Nummer 2. Holen wir uns hier das Girly-Mobil. Obwohl, diese Farbe für uns mit so leicht mattgoldenen Felgen sieht schon krass aus. Oh, ich musste lupfen, sonst wäre ich da richtig schön einmal gegen die Mauer gefahren. Gegen Mauer gefahren, ja, ist natürlich gegen die Mauer. Oh, der Franzose vor uns. Okay, wir müssen eigentlich nicht auf ein Überholmanöver setzen. Der wird sich eh gleich Richtung Kies verabschieden. Oh, fuck. Und jetzt mache ich hier die Fehler, oder was? Das war knapp. Was sagt unser Benzin? Ah, 4,2. Das ist nicht ganz so geil. Obwohl, doch, das müsste perfekt auf 15 Runden hinkommen. Und dann mindestens 10 Runden nochmal auf den Mediums und dann ja, den Rest auf den super weichen. Dann heißt es Road to Rundenrekord. Ein Hit. Oh, der verabschiedet sich Richtung Box. Das ist nett. Okay, wir haben freie Fahrt. Leute, ich glaube, es ist Zeit für die Lieferheld-Story. Nee, Lieferando-Story. Obwohl, der Lieferdienst ist eigentlich egal. Das Restaurant dahinter ist ja wichtig. Wo ich nie wieder in meinem verbumsten Leben bestellen werde. So, jetzt hätte ich fast schon was Schlimmeres gesagt. Also fast schon was sehr, sehr Schlimmes, was man... Das glaube ich, jeder YouTuber wegpiepen müsste. Also jeder Erfolgreiche. Also ich nicht, aber die anderen. Ja, auf jeden Fall, Leute. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Also ich bin ja der Freund von schön online bestellen, Mausklick, zack, zack, Lieferdienst ist da in... Ja, eine Stunde, eineinhalb Stunden, immer so in der Regel. Und dann, was es immer gang und gäbe, weil Lieferdienst gedacht hat, so hey, wir sind voll spät dran, du kriegst eine Cola umsonst. Also so eine fette, so ein Liter-Ding. Wo man erstmal eine ganze Woche von trinken muss. Und ich habe ja immer gesagt, Alter, mega geil, ne? Lieferdienst schmeckt gut, dauert zwar lange, aber man kriegt eine Cola als Entschädigung. Jedes Mal. Dass das Doofe war, oder dass das Ärgerliche war, ich habe dann mal angefangen, auch Burger zu bestellen und die waren immer geil. Ja, auch richtig, richtig, also große Burger. Also, der Big Mac ist nichts dagegen, Leute. Also, das war schon heftig. Also, ich kann es halt mal so beschreiben. Nachdem man diesen Burger gegessen hat, wollte man entweder nur schlafen oder sterben gehen, weil der Magen einfach so unendlich voll war. Und ja, die Hand, wo man den Burger gehalten hat, sah einfach aus wie Mist, weil da einfach die ganze Soße drauf gekleckert ist. Hat man ja schon mal vor einer oder zwei Wochen bei mir auf Instagram begutachten können. By the way, Instagram, crazyd.ttd für The Two Dudes. Man kann da mal vorbeischauen. Kostet nichts, kein Pay-Abo. Einfach umsonst entertainen lassen und auch wieder gehen. Im besten Fall oder auch nicht. Na, auf jeden Fall, wie gesagt, der Burger, der immer kam, der auch immer zu spät kam, bei dem ich auch immer eine Cola bekommen habe. Na, auf jeden Fall, der Burger kam immer und wie kennt man das, wenn man was bestellt oder ne, wenn man was kauft? Es ist eigentlich immer warm. Na, ist auch eigentlich so, wenn du bei McDonald's einen Burger bestellst und der ist kalt, dann ist scheiße. Ja, schmeckt dann nach Klopapierrolle. Will man nicht. Und bei McDonald's, im besten Fall, gibt man den Burger auch zurück und diesen Kulanten und sagen, hey, sorry, unsere Schuld, kalter Burger, schmeckt scheiße, wissen wir. Ja, wir sitzen ja direkt an der Quelle, deshalb kriegst du hier einen neuen. So, und es war einer dieser Tage, wo ich mir dachte, hey, es ist wieder Burgerzeit. Ich habe wieder Bock auf so einen Herzinfarkt-Burger. Also, nee, Herzinfarkt-Burger ist ja meine Kreation. Meine Super Bowl-Kreation. Ich habe auf jeden Fall Bock auf einen richtig fettigen Fettmach-Burger. Bestelle ich mir den mal wieder.
Und was ist passiert? Der kam komplett kalt an. Also alles beim Burger war kalt. So, wie gesagt, sonst wurde er ja immer warm geliefert. Ja, und selbst das Fleisch war kalt. Sag ich mir so, wie geht das denn? Und der Typ hat es da schon in dieser Wärmebox geliefert. Jetzt ist die Frage, was ist denn da schiefgelaufen? Aber egal. Und das Interessante war, also was das kalt? Es war, ja doch, also Salat normal ist kalt, ne? Muss ja auch irgendwo gelagert werden. Kann ja nicht irgendwie ja, auf dem Parkplatz gelagert werden. Ja, wie gesagt, also Fleisch war kalt und das Besondere war, dass das Brötchen auf dem Burger, oder? Ne? Das Sesambrot. Das war auch komplett kalt. Also es war sogar so leicht nass kalt. Das hat sich so angefühlt mit der Hand. So, oh, es ist frisch abgetaut. Oh, verdammt, hier Familie da in der Nähe von diesem Ort hat auch was bestellt. Ja komm, dann packen wir das Brot schnell auf den Burger, damit wir Familie 2 auch noch schnell beliefern können. So 2 in 1 und so. Also habe ich dann jetzt mal vermutet. Weil so hat sich halt der Burger angefühlt vom Tasten her. Ja, das Brötchen war halt komplett leichtes Nasskalt. Wo man halt wusste, so dieses Brötchen hat nie eine Wärmestation, ne? Zum Beispiel so ein kleiner Herd oder ein Grill oder ein Toaster. Hat dieses Brötchen nie gesehen, leider. Und da dachte ich mir so, okay, das ist scheiße. Eigentlich, wie gesagt, hab die ja immer gelobt, dass die so super sind. Hab auch eine Bewertung geschrieben, dass die so super sind. Hab ich natürlich schon längst gelöscht und in eine Hassmail verwandelt. Ich hab dann da angerufen und meine so, also, nee, ich hab noch nicht angerufen. Leute, ich kann euch was verraten, ich bin ein sehr schlechter Anrufer. Ich kann sowas generell nicht. Am besten, ist auch bei Geburtstagen so, schreibt mir alle einfach bei WhatsApp. So, rate ich auch immer meiner Familie, aber sagen, nein, wir sind doch eine Familie, nein, wir müssen doch an, nein, hört auf, ihr müsst nicht anrufen. Geht, nein, hört auf. Alle über WhatsApp und glaubt mir, wenn Leute mich anrufen, dann bin ich genervt. Und das will man doch nicht an dem Geburtstag. Wenn Leute mich anschreiben, denke ich mir so, ey, cool, kurz und knackig, geil. So, kein langes Gelaber, aber ich drifte ab. Ich drifte komplett ab. Auf jeden Fall dachte ich mir so, okay, wie behandle ich jetzt dieses Problem mit dem kalten Burger? Also der war kein Prozent warm. Und dann dachte ich mir so, okay, gehe ich mal zu Lieferando, weil darüber habe ich ja bestellt. Nicht über Lieferheld. Ich glaube, Lieferando ist von der Bestellung her schneller, habe ich jetzt in den letzten Tagen festgestellt. Auf jeden Fall kannst du bei Lieferando immer angeben, ne? Dann steht da so ein kleines Fenster mit Problem bei der Bestellung oder wollen sie sich beschweren? So, ja, tja, will mich beschweren. Schreibe ich so, hey, der Burgerladen X und Y, wo ich gerade Burger bestellt habe, hat es mir kalt geliefert. So. Und ich würde gern um eine kostenlose Neulieferung eines Warmburgers bitten. Also so in etwa habe ich es geschrieben. Und dann habe ich abgeschickt, 5 Minuten später, wo ich mir denke, so, immer noch keiner gemeldet, weil die eigentlich bei sowas recht fix sind, sehe ich dann da über der E-Mail, wo man es abschicken kann. Also nachdem ich es schon abgeschickt habe, stand da, hey, wenn Sie Fragen oder Beschwerden an Lieferservice, an das Restaurant haben, bitte wenden Sie sich direkt an das Restaurant. Ich so, oh fuck, dann haben die vielleicht meine Beschwerde gar nicht weitergeleitet. Ja gut, dann muss ich nochmal beim Restaurant anrufen, weil dann kam ja meine Lieferando-Beschwerde gar nicht durch. Da habe ich Restaurant angerufen und nachdem ich mich vorgestellt habe und uns kurz gesagt habe, ne, hier, ich bin der Typ, der das und das bestellt hat, so, wo dann die Antwort der Tante kam, wusste ich schon, okay, das wird sowas von nicht gut ausgehen, für uns beide nicht. Ich glaube, komm, wir fahren noch eine Runde, Leute. Wir fahren noch eine. Wir müssen nur gerade ein bisschen Lift und coasten. Unsere Rundenzeit wird zwar schlechter, aber egal. Auf jeden Fall so, hey, ne, hier, mein Name und so, ich habe das und das bestellt vor so vielen Minuten. Und dann meint sie schon so,
Ja, man, also gut, da habe ich doch gesagt, so, hey, wegen dem Burger, ich wollte mal was anmerken, weil ne, Burger war kalt, das hat mir nicht ganz so gefallen. Und ne, so in etwa habe ich das jetzt geschildert. Und meint sie so, da war sie, meinte sie schon so leicht angezickt, angenervt. War eine, ja, so weiß ich, so eine Dame vom Hören, also von der Stimme her so 30, 40. Aber auch alte Leute sind gemein. Naja, auf jeden Fall meinte ich schon so, ja, wissen wir, dass ich beschwert habe. Lieferando hat schon angerufen und so. Und dann dachte ich mir so, oh, haben die sich doch drum gekümmert. Egal, jetzt hab ich die Tante ja eh schon am Apparat. Meinte ich so, ja, was machen wir denn jetzt? So, ist jetzt kalte Burger, ist jetzt nicht ganz so geil zum Essen. Und dann meinte sie ganz frech, ja, was erwarten Sie denn von uns? was meinen Sie, die Burger sind frisch zubereitet, so, ja, weißt du, ja, gut, das habe ich auch nicht bemängelt, ne, aber, dass die nicht frisch wären, aber sie sind halt kalt. Meinen Sie, ja, es kann nicht sein, obwohl, sie meinte, komplett falsch, ist halt schon ein bisschen länger her, ich glaube schon ein oder zwei Wochen, deshalb, häng ich halt ein bisschen. Ja, auf jeden Fall meint sie so, ja, was, wo ich meinte so, hey, die sind aber kalt, ist doch kacke zu essen. Oder ist doch doof zu essen, schmeckt dann ja nicht so richtig. Und dann meinte sie, ja, was erwarten Sie denn? So, Fleisch und Brötchen ist zwar, ne, also Fleisch direkt aus der Fritteuse, auf dem Burger. Aber was wollen Sie erwarten? Salat ist kalt, Ketchup und das ist alles kalt. Natürlich ist das kalt. Ich so, aber nee, das kann ja nicht sein, weil immer, wo ich bestellt habe, die zig Mal davor, war der Burger immer warm. Wie kann das Ding jetzt auf einmal kalt geliefert sein, wenn anscheinend sich bei der Zubereitung nichts geändert hat? Meint sie wieder, ja, was denken Sie denn? Sie bestellen das Ding. Es wird kostenlos geliefert. Ich meine, kostenlose Lieferung ist ja kein Argument für kaltes Essen. Aber naja, die besten Dinge, ne, fallen einem immer ein, wenn man schon aufgelegt hat. Das ist ja leider so. Ja, und da meint sie noch, ja, und also es wird kostenlos nach, was war das? Nach Salzgitter geliefert? Ich so, ja, das ist Salzgitter. Ich habe jetzt mal den Dorfnamen gecancelt, weil unser Dorf ist so klein, wenn man an drei Türen klingelt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man mich vortrifft. Deshalb, ne, lieber Dorfe nennen. Und das war diese. Und die hat das so rübergebracht, als die Bestellung nach, weiß ich nicht, von Deutschland nach Pakistan geliefert werden musste. Obwohl Dorf und Dorf nur maximal 7 Kilometer voneinander entfernt sind. Und die Fahrroute ist eigentlich nur Linksknick, Rechtsknick, lange geradeaus zwischen ein ganzes Dorf durch, was auch nur 3 Häuser hat. Aber es hört sich dramatisch an. Ein ganzes Dorf. Es ist einfach nur Linksknick, Rechtsknick. Auf der Straße bleiben, auf der Straße bleiben, auf der Straße bleiben, auf der Straße bleiben, auf der Straße bleiben. Und tada, man ist bei mir zu Hause. Es ist kein weiter Weg, das sind maximal 4 bis 5 Minuten. Aber die hat das wieder so dargestellt, dass es, weiß ich nicht, wie gesagt, von Deutschland nach Pakistan Lieferung wäre. Ich mir dachte so, ey, das so, was wird das denn jetzt? Was ist das denn für ein, die gute alte Servicewüste Deutschland? Was ist denn das hier für ein Quatsch? Jetzt, ja, reiße ich mich mal zusammen, benutze ein Telefon, was ich seit 1907 nicht gemacht habe. Und da kommt sowas raus. Und sie halt weiter uneinsichtig. Sie meint so, das natürlich ist das kalt, weil wenn ich mir abends nach der Schicht mir einen Burger für zu Hause mitnehme, dann ist er auch kalt, wenn ich da bin. Dann sag ich halt wieder, mein Standardargument, es war die zigmal, wo ich davor bestellt habe, immer warm. Nur diesmal nicht. Ich meine, sonst immer war der Burger ja top, habe ich selbst noch gesagt. Obwohl wir schon in so einem kleinen Streitgespräch waren. Nur diesmal halt leider nicht. Ne, weil sie sich schon wieder irgendwie so dumm rauslabern wollte und sie halt, ne, komplett uneinsichtig gezeigt hat, habe ich ja noch gesagt, so,
Mensch, warum sollte ich denn lügen? Der Burger war immer top, aber diesmal, wie gesagt, ich mache, ne, ich lüge ja hier nicht. Der ist halt immer warm gewesen und diesmal nicht. Und sie meinte halt wieder, wie kann er denn damals warm gewesen sein und diesmal nicht? Der kann nur kalt geliefert werden. Wo ich mir denke, nein, der war immer warm. Und man so, nee, ich habe ihn doch selber zubereitet. So, aber ich weiß nicht. Und dann meinte sie noch so, ja, aber warum sollte ich denn hier Quatsch erzählen? Und meinte ich wieder, ja, warum soll ich den Quatsch erzählen und mir extra die Mühe machen, die Drecksnummer, also die Nummer hier rauszusuchen und anzurufen, währenddessen mein vermeintlich warmer Burger kalt wird. Das macht ja auch keinen Sinn. Ja, und die meinte so, ja, das kann aber wie gesagt nicht sein und das ist ja gar nicht so und der Burger muss kalt, der war schon immer kalt. Ich so, nein, es war immer so ein ständiges Hin und Her, das war unglaublich, bis dann zum Schluss meinte, wo ich dann schon direkt die Nase voll hatte. Ja, wie verbleiben wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Was hat sie denn gesagt? Irgendwas Uneinsichtiges, ein uneinsichtiges, arrogantes, wie das ganze Gespräch. Und dann meinte ich so, ja, und sie wollen mir nicht irgendwie entgegenkommen. Ja, nee, wieso sollten wir denn? Ja, gut, dann schade, dann haben sie wohl ab heute einen richtig guten Stammkunden verloren. Ja, das ist kein Problem. Dann habe ich noch... Da habe ich doch gesagt, bis immer wiedersehen und dann habe ich noch ein Wort gesagt, ja, was ich lieber hier nicht sage, aber es war ein Schimpfwort. Es war ein Schimpfwort. Aber ich glaube, es war angebracht. Ich meine, selber schuld, diese arroganten... Oh Gott, Alter. Ich meine, als Stammkunde, man bestellt immer da, man gibt gut Trinkgeld. Man bestellt viel. Ja, regelmäßig. Wir haben jetzt nicht dreimal pro Woche bestellt, aber es war regelmäßig. Ja, die konnten halt immer sagen, diesen Monat hat Familie Goretzky schon bestellt. Nee, dann machen sie es dann wahrscheinlich morgen. Und haben wir dann auch gemacht. Also von den Zeitabständen her. Es war immer regelmäßig. Und auch immer nett mit dem Pizzaboten geredet. Ja, aber dass man dann am Telefon so mit Stammkunden umgeht, das war wirklich das Allerletzte. Ich verstehe es nicht, dass man so arschig sein kann. So woanders hieß es so, ja, kein Problem, wir machen dir ein neues, Fahrtkosten müsste dann vielleicht nochmal bezahlt werden, aber sonst, wir bringen dir ein neues, kein Problem. Ist euer ruhig auf oder schmeiß weg, aber wir bringen euch ein neues. Wäre so vielleicht die normale Reaktion oder hey... Wir können euch leider kein neues machen, aber vielleicht hier kriegt ihr einen Rabatt von 10 Euro oder Rabatt vom Einkaufspreis. Irgendwie sowas. Aber nein. Die halt hat die ganze Zeit darauf beharrt, dass sie recht hat und der Kunde, der sich beschwert, falsch liegt. Der Stammkunde, der sich beschwert. Und dann halt noch in ihrer arroganten... Oh, Ich würde so gern jetzt irgendwelche Wörter erzählen, also Schimpfwörter, weil es gibt so Wörter, die lässt sich in Deutschland richtig schön betonen. Arschloch, Bullshit, Bastard. Aber da gibt's doch viel schlimmere. Also das war unglaublich. Deshalb, naja, gut, nie wieder bei MyPizza in Salzgitter. Salzgitter Tide, ich glaube, ich habe es in meine Instagram-Story reingeschrieben. Fickt euch hier MyPizza-Lieferdienst in Salzgitter Tide. Was ein Pack. Unglaublich. Oder was eine Tante. Was eine sehr schlimme Olle. Was eine sehr schlimme, verbitterte, hochnäsige, dumme Olle. So, man fühlt sich echt viel besser danach. Wir können ja mal wieder Benzin auf volle Olle stellen, wo wir hier bei ollen Leuten waren. Und wie gesagt, also es gibt hier so viele Pizzaläden in den ganzen Dörfern. Also ein Dorf hat gefühlt zwei Pizzaläden. Also runtergerechnet auf die Dorfmenge. Von daher, also gut. In meinem Dorf, im Nachbardorf, gibt es nichts außer ein Zigarettenautomat. Und Kühe.
Aber dafür in den anderen Dörfern gibt es halt mehrere, ne, Lieferdienste. Deshalb kann man pro Dorf jetzt so, sag ich mal, 2 Lieferdienste oder 3 rechnen. Deshalb, wie gesagt, Konkurrenz ist da, dann gehen wir zur Konkurrenz. Selber schuld, ihr. Ach Gott. Aber wie gesagt, es ist halt wie Lehrer, ne? Eine Schule hat 20 gute Lehrer und einen negativen. Und dieser negative ist halt ein Arschloch. Und das war so diese Art, wo ich bereut habe, oder wo, was ist das bereut? Wo ich mich geärgert habe, dass ich kein YouTuber bin mit, weiß was ich, mit 100.000, mit 2 Millionen Abos. Weil ich hätte dann durch den sozialen Medien, hätte ich dann die Macht, wo ich einfach sagen könnte, so, hey Leute, diese Firma, diese Tante am Telefon, mega doof, hatet ihr alle mal. Ich meine, das kam ja schon öfters vor, international, im internationalen Bereich. Dass YouTuber mit einer Firma nicht zufrieden waren, schreiben eine Twitter-Nachricht darüber. Und schon kommt die Firma und sagt, hey, ihr kriegt einen kostenlosen Flug, weil ja, euch hat es ja nicht so gut gefallen, dann hier. Kriegt ihr einen kostenlosen Flug oder ja, wir haben die Mitarbeiter XY gefeuert. Kam tatsächlich schon öfters vor. Dass Leute mit großer Reichweite sowas ja, bewältigen konnten. Aufgrund eines Twitter-Postes. Deshalb, das war so dieser einzige Tag, wo ich das bereut, oder ja, ich sag immer bereut, aber es ist das falsche Wort. Wo ich mich leicht geärgert habe, dass ich kein milliardenschwerer YouTuber bin. So, ich habe immer so gesagt, ja gut, ich mache mir jetzt einen Instagram-Account. Und morgen, egal ob es da eine Existenz ist oder so, einfach weg aus dem Job. Einfach weg. Aber ich glaube, ich bin eh so eine Person. Wenn ich viel Macht habe, dann endet es. Es endet einfach nicht gut. So, oh, wir haben ja schon Runde 20 von 30. Was ist denn da los? Ich habe mir ein bisschen sehr in Rage geredet. Interessant. Deshalb würde ich mal wieder sagen, Leute, morgen 15 Uhr, der letzte Part. Ich hoffe, ihr habt noch Bock und seid noch dran am Empfangsgerät. Von daher, ja, bis morgen 15 Uhr. Bye, bye and have a great time. Bye, have a great time.